Schönen guten Morgen und herzlich willkommen an alle Teilnehmer des Geotab-Webinars für die europäische Truck Solution. Heute an meiner Seite unterstützen mich die Kollegen Christian Vignado aus dem Bereich IT und Product Support Specialist ist er und zum Zweiten unser Solution Engineer, der das ganze Truck Package präsentieren wird, unser Markus Geider. Markus, ich würde dich bitten, mal kurz den Slide weiterzuklicken, weil da habe ich derzeit keinen Zugriff drauf. Dann sieht man auch den Christian Vignado nochmal mit Bild. Und Folgendes steht heute auf der Agenda. Wir hatten Ihnen bereits im letzten Webinar versprochen, dass wir heute ein bisschen tiefer reingehen in die Lösung. Deswegen auch Markus Geider dabei, der das ganze Truck Project entsprechend mitbegleitet hat. Und ich freue mich sehr, Ihnen das heute präsentieren zu können. Und Markus, klickst du nochmal bitte weiter. So schaut die Agenda aus. Wir fangen kurz an mit einem Unternehmensslide, wie man es kennt, für alle, die noch nicht so in der Geotab-Welt unterwegs sind, damit sie auch wissen, damit wir sie da auch abholen können mit entsprechenden Informationen. Das geht aber recht schnell. Und dann gehen wir auch direkt in die Tachografenlösung rein. Kurze Einführung dazu und Markus geht dann wirklich in die Themen Konfiguration, Freigaben und Rollen rein, ebenso wie das Add-in-Module in MyGeotab aussieht und zeigt dann da die einzelnen Funktionen wie den automatischen Remote Download, die Aktivitätskontrolle und die erweiterte Datenanalyse und darüber hinaus, wo Sie die ganzen Informationen herbekommen, die Ressourcen, die dafür verfügbar sind. Und zum Schluss haben wir noch eingeplant, so circa 10 Minuten Fragen und Antworten. Zum Schluss eine kleine Sektion noch einzuräumen. Dafür würde ich bitten, sollten zwischenzeitlich Fragen aufkommen, diese im Chat zu stellen. Markus und Christian werden diese dann entsprechend in unserer Q&A-Session zum Schluss beantworten. Wer ist Geotab? Geotab ist im Jahr 2000 in Nordamerika gegründet worden von unserem heutigen CEO, auch nach wie vor Neil Kors. Wir haben inzwischen 1200 Mitarbeiter global verteilt, der größte Anteil natürlich in Nordamerika, aber auch unser europäisches Team ist sehr stark angewachsen und ja, mit unserem Partnersystem, mit unserem Partner-Ecosystem von über 400 Partnern auf unserem Marketplace und in anderen Bereichen wollen wir natürlich jetzt auch auf dem europäischen Truck-Markt Fuß fassen. Markus, und da sind wir auch schon beim Thema. Ich freue mich, dir die Kontrolle übergeben zu können. Viel Spaß, the stage is yours. Los geht's. Vielen, vielen lieben Dank, André. Wie André jetzt schon gesagt hatte, wir wollten auch gerne Fuß fassen im Truckmarkt. Und wir wissen, dass es ein, wie soll ich sagen, sehr etablierter Markt ist, wo sehr viel Konkurrenz da ist. Aber wir sehen halt die Zukunft mit Geotab Ecosystem und die Add-in Solution für den digitalen Tachografen, dass wir den Markt nochmal aufmischen können und dass die Karten sozusagen neu gemischt sind. Und hier würde ich gerne ein paar Anekdoten preisgeben. Die meisten kennen wahrscheinlich schon die Vorteile des digitalen Tachografen, aber ich wollte das nochmal ganz kurz aufwerfen. Also der digitale Tachograf ist gesetzlich einmal vorgeschrieben und er verfolgt unter anderem unterschiedliche Ziele. Einer ist natürlich, die Unternehmen davor zu schützen, dass sie in Bußgeldproblematiken reinlaufen, wenn sie in eine Kontrolle sind, weil sie die Tachografenregularien nicht einhalten und dann dementsprechend Verstöße begehen. Markus, Und eine kurze Bitte. Eine kurze ja. Bitte. Könntest du deine Kamera ausswitchen, dann hat man die Präsentation als Vollbild. Vielen Dank, auch Ah. wenn ich dich gern sehe. Sehr gerne, kein Problem. Super. Dankeschön, André. Und der nächste Vorteil ist natürlich bei den digitalen Tachografen, der Disponent muss die Möglichkeit haben, die Touren besser planen zu können, eine Übersicht zu haben. Und da sind natürlich Echtzeitdaten wirklich ein Muss, weil, wie Sie wissen, you can only manage what you can measure. Sprich, man kann nur gute Entscheidungen treffen, wenn man eine gute Datenbasis hat. Dann gehe ich gerne schon auf die Solution ein. Und da gehen wir auch jetzt direkt rein. So. Hier auf der linken Seite sehen Sie das Tachografen-Add-in. Ich komme gleich darauf auf Sie zu, wie es momentan konfiguriert wird und wie Sie das Tachografen-Add-in aufsetzen können. Was für Sie hier wichtig ist, Sie haben jetzt hier die Übersicht über alle Downloads, sprich über Fahrer-Downloads, Fahrzeug-Downloads. Hier sehen Sie zum Beispiel den Fahrer, hier sehen Sie Fahrzeuge aufgelistet und
Einer der Regularien besagt, dass der Massenspeicher alle 3 Monate runtergeladen werden muss und alle Fahrerkarten jeder Monat sozusagen runtergeladen werden muss. Und hier hat man sozusagen eine wunderschöne Übersicht, wo Sie ganz schön sehen können, was für ein Tachografenmodell ist da im Moment eingebaut. Hier sehen Sie zum Beispiel einen Stonewich-Tachografen, VDO-Tachograph 2.1. Und Sie haben hier im Endeffekt eine ganz schöne, schnelle Überblick, welcher Download sozusagen erfolgt ist, welcher wurde noch nicht sozusagen durchgeführt, ist da eventuell etwas faul, da müsste man ein Auge darauf werfen. Was auch noch sehr schön ist und hilfreich ist, man hat hier auch die Expiration, sprich, man hat sozusagen, wenn die Fahrerkarte ausläuft, hat man sozusagen hier auch eine Notification und kann man dementsprechend auch nochmal ein Auge drauf werfen, dass dementsprechend der Fahrer natürlich ein Auge drauf hat, dass die Fahrerkarte nicht ausläuft, weil die nach einer gewissen Zeit wieder erneuert werden muss. Hier an der Seite sehen Sie auch nochmal die Informationen zu den jeglichen Platten. Hier haben Sie unter Punkt 3 zum Beispiel die Information, ist der Download vernünftig erfolgt oder nicht. In unseren Ressourcen werden Sie auch zu jedem Icon in Zukunft eine Information erhalten, wofür dieser jeweilige Icon steht. Unter Nummer 1 können Sie sich die Fahrzeugdownloads anschauen, unter den jeweiligen Punkt den Fahrzeugdownload. Unter 4 können Sie für den heutigen Tag den entsprechenden Download schedulen. Sie müssen dann vorher einfach nur nochmal ein Fahrzeug markieren. Dann wird dementsprechend angetriggert, dass das Gerät sozusagen einen Download ausführen sollte. Und das ist sozusagen das Grobe, was Sie hier zuzüglich wissen sollten. Auf die restlichen Sachen gehe ich immer mehr ein. Konfiguration der Lösung. Wie ich schon gerade gesagt hatte, haben Sie die Möglichkeit, das Add-in hinzuzufügen. Die Frage ist jetzt, wie? So, Sie haben dann die Möglichkeit, dieses Formular hier auszufüllen. Dieses Formular finden Sie dementsprechend unter einem Link, den Sie auch unter unseren Ressourcen finden werden, wo Sie dann einfach nur angeben, von welchem Land die jeweilige Firma ist. Das ist ganz wichtig, weil da wir europäisch agieren und wir natürlich mit verschiedenen Ländern zu tun haben, müssen wir auch die Regularien des jeweiligen Landes einhalten. Sprich, wenn ich jetzt hier anstatt Spanien Deutschland eintragen würde, dann würde sich zum Beispiel das Arbeitszeitschutzgesetz auf das deutsche Recht fokussieren. Und ich zeichne dann nochmal ein paar Beispiele, warum das unbedingt wichtig ist. Natürlich auch den Datenbanknamen hinterlegen, die E-Mail-Adresse und Passwort. Und dann drücken Sie auf den Active-Button und wenn Sie dann am Ende diese Information erhalten, Operation completed successfully, dann wissen Sie super, das Add-in wurde dementsprechend konfiguriert. Einer der Stärken von GeoTab ist ja unter anderem die Benutzerberechtigung. Dank die neue Funktionalität digitaler Tachograph haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, Benutzerberechtigung zu erweitern. Und wie Sie hier unten rechts sehen, haben Sie die Möglichkeit, diese Funktionalitäten sozusagen zu limitieren. Wenn sozusagen jemand nur das Tachografen-Add-in nutzen soll und sehen darf, weil er dafür zuständig ist, dann kann man dementsprechend alle Funktionalitäten ausschalten und würde auch tatsächlich nur die digitale Tachografen-Funktionalität ersichtlich sein. Digitale Tachograph-Remote-Unternehmenskarten. Hier ist unsere Software kurz aufgezeigt. Und diese Software können Sie sozusagen den Remote-Download antriggern. Hier muss das dementsprechend einmalig installiert werden auf Ihrem PC. Auf der rechten Seite haben Sie ein Kartenlesegerät. Hier bieten wir die Möglichkeit an, dementsprechend den Unternehmer selbst das Company Card Hosting durchzuführen. Es gibt aber natürlich auch andere Funktionalitäten, sozusagen, dass der Reseller die Möglichkeit hat, das Unternehmerkarten Hosting durchzuführen. Darauf gehe ich gleich in den nächsten Slide ein, wo ich dann ein bisschen die weiteren Benefits erkläre. Aber im Grunde genommen, hier haben Sie eine Übersicht, das muss aufgesetzt sein. Wenn der Kunde selber das Unternehmen Carsten Hosting machen möchte, muss dementsprechend diese Applikation bei ihm installiert sein. Jetzt komme ich zu den weiteren Benefits. Sie als Reseller kennen natürlich die Benefits, wenn Sie das Unternehmen Carsten Hosting durchführen. Sie haben dann die Möglichkeit, einen weiteren Channel zu nutzen, um sozusagen Gewinn zu generieren und sozusagen weitere Erlöse einzufahren. Der Vorteil seitens des Kunden ist natürlich, wenn das Unternehmenkartenhosting von Ihrer Seite aufgesetzt wird und Sie sozusagen das Unternehmenkartenhosting durchführen. Keine IT-Infrastruktur wird benötigt bei dem Kunden. Er braucht auch nicht das Know-how. Kein eigener Datenschutz, weil dementsprechend alles von unserer Seite geregelt ist. Wir natürlich datenschutzcompliant sind.
Und wie ich gesagt hatte, andere Möglichkeiten, die dann dementsprechend zur Verfügung stehen, ist, wie Sie hier dieses wunderschöne Card-Deck sehen, das ist dieses Lisl Hyper Card-Rack. Das wurde jetzt kürzlich integriert in unsere Lösung. Das heißt, wenn Sie nicht nur einen Kunden haben, sondern mehrere, haben Sie die Möglichkeit, diese dementsprechend jetzt auch mit den Hyper Card-Racks zu hosten, was auch sehr, sehr schön ist. Und was auch noch in der Pipe ist und im Moment ongoing ist, wir arbeiten an Integration zusammen mit VDO. Die Archivierungslösung heißt da unter anderem TIS-Web, OpDark 3 und Smart Analyst und Irregular. Was auch unter anderem unter Roadmap ist, und ich glaube, das wird sehr, sehr viele hier interessieren in Deutschland, ist, dass die Integration mit Sauna sozusagen fast durch ist. Sie haben schon die Möglichkeit, dementsprechend die GTIP-Hardware auszuwählen. Und jetzt in der nächsten Zeit sollte auch die Möglichkeit bestehen, unsere Hardware im Zusammenhang mit den Zauna-Lösungen zu nutzen. Sozusagen, dass Sie dann unsere Hardware haben und dann die Zauna-Archivierungslösung nutzen. Der Benefit ist halt da, dass dann Kunden, die schon Zauna bereits im Einsatz haben, dementsprechend die Möglichkeit haben, weiter Zauna zu nutzen und dann mit GeoTab eine Upselling Proposition sozusagen zu generieren. Aber wie viele unter anderem auch wissen, der digitale Tachograf ist gesetzlich vorgeschrieben und nicht unbedingt etwas Innovatives oder ein Wunschprodukt, was von einem Endkunden sozusagen gefordert ist. Deswegen sind proaktive Warnmeldungen per E-Mail sehr, sehr hilfreich. Wir senden unter anderem, wenn Sie sich auf den Button, zeige ich Ihnen im Nachhinein, sich sozusagen subscriben, haben Sie dann die Möglichkeit, eine Übersicht der Downloads zu erhalten, was im Endeffekt das Wichtigste ist, weil Sie dann natürlich die Archivierungspflicht bewerkstelligen. Sie kriegen dann eine Übersicht, dass der Fahrerkarten-Download durchgeführt wurde, der Massenspeicher-Download, und sozusagen sind Sie dann auf der sicheren Seite und kriegen Sie auch nochmal eine Information bezüglich der Unternehmerkarte. Jetzt gehe ich zu den jeweiligen drei Modulen. Diese drei Module sind aufgespalten zwischen Remote Download, automatischer Ferndownload, Zeitaktivitätskontrolle, das ist unsere Real-Time-Solution, und AFA ist die erweiterte Datenanalyse, die auch unter anderem sehr bekannt in dem Markt ist als Verstoßmodul. Und auf diese drei Module gehe ich jetzt ein, dass Sie sozusagen ein Feeling kriegen, wo die Reise hingeht. Hier waren wir ja gerade schon auf diesem wunderschönen Slide, da haben wir nochmal die Übersicht. Dementsprechend würde ich direkt weitergehen, weil hier habe ich eigentlich schon die meisten Funktionalitäten erklärt. Was ich gerade halt nur erwähnt hatte zum Thema Subscriben, Sie sehen hier Bild Nummer 7 als Beobachter. Sie können sich dementsprechend dann dahinter legen und würden dann diese proaktive E-Mail-Notification erhalten, die ich Ihnen in dem vorherigen Slide gezeigt hatte. Zum Thema Download. Jetzt sind wir ein bisschen tiefer reingegangen. Wir haben jetzt sozusagen ausgewählt, dass wir den Download für den Massenspeicher abchecken wollen, und dementsprechend sehen Sie hier, welche Fahrzeuge, natürlich auch aus datenschutztechnischen Gründen sind die Namen hier nicht ersichtlich, welche Fahrzeuge sozusagen den Download durchgeführt haben, welche nicht. Sie haben dann hier die weitere Information, zu welchem Zeitpunkt es passiert ist, wann es sozusagen aufgesetzt wurde, und Sie haben hier auch dementsprechend die Möglichkeit, über den Wizard gewisse Konfigurationen durchzuführen. Wichtig ist vor allen Dingen, wenn Sie gewisse Downloads durchführen wollen, Sie müssen dementsprechend die Kästchen hier markieren. Und wenn Sie sozusagen das Hosting den Kunden überlassen, dann hat er auch die Möglichkeit, manuell die Files selbst abzuladen, indem er hier auf diesen Feld klickt. Kann man dann zwischen den Fahrer-Download und den Fahrzeug-Download switchen. Und hier hat man natürlich die Suchfunktion. Und zum Thema Wizard. Hier haben Sie sozusagen die Möglichkeit, eine Analyse durchzuführen. Diese Ansicht hilft Ihnen, die notwendigen Daten für einen bestimmten Zeitraum herunterzuladen, ohne dass irgendwelche Daten an sich fehlen. Sie hat die gleiche Funktionalität wie die Ansicht, worauf ich gleich eingehen werde, in der Inspektion. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Ergebnisse nicht gespeichert werden können. Und der Vorteil ist hier einfach, dass Sie einen groben Überblick haben über die Infringements. Und Infringements sind sozusagen die Verstöße. Unternehmenskarte. Sie haben über, wie ich gerade gesagt hatte, das Inspektionsfeld die Möglichkeit, die Unternehmenskarte auch nochmal zu überprüfen. Und was auch eine sehr, sehr, sehr hilfreiche Information ist, bis wann die Karte gültig ist, wann müsste die Karte dementsprechend erneuert werden. Das ist so einer der gewissen Mehrwerte, die die Lösung mit sich beinhaltet, da man sozusagen aktiv den Unternehmer unterstützt und der Unternehmer dementsprechend auch nicht
dazu genötigt ist, die Lösung, sage ich mal, jeden täglich zu besuchen, da es, wie ich erwähnt hatte, über die proaktive Notification per Mail stattfindet. Remote Download Inspektion. Hier können Sie sozusagen Inspektionsfilter aufsetzen und dann können Sie dementsprechend nach der Tabelle hier filtern. Unter anderem haben Sie die Möglichkeit, unter den gesetzlichen Anforderungen hier ein Formular aufzusetzen, das dementsprechend alles regelkonform ist und man sozusagen die Fahrer dementsprechend darüber in Kenntnis gesetzt hat. Und Sie können dementsprechend weitere Details hier analysieren über die Tachografen-Files, was sozusagen erfüllt wurde oder was dementsprechend nicht erfüllt wurde und gewisse Verstöße begangen wurden. Hier sehen wir nochmal weiter im Inspektionsfeld. Button Nummer 1 ist der Status der Fahrzeugdaten, dass sie sozusagen wieder aufgenommen werden können. Status Nummer 2, sind die Details aus den Fahrzeugen, sozusagen Quelle, Name und Datum. Nummer 3 ist das gleiche für die Fahrer. Und Nummer 4 sind die Details sozusagen visualisiert, aufgezählt sozusagen. Sie haben dann die Möglichkeit zu schauen, was der Fahrer gemacht hat und die Files werden sozusagen analysiert. Dementsprechend auch für die Fahrzeuge. Und die roten Felder, wie Sie sehen können, das werden dann dementsprechend gewisse Lücken sein, die man dementsprechend überarbeiten musste. Aber da gehen wir später drauf ein. Unter 6 haben Sie dann auch die Möglichkeit, alle Daten dann dementsprechend mal runterzuladen. Und unter 5 können Sie ein Float-Fenster sozusagen öffnen, wo weitere Informationen über diese Inspektion sozusagen geöffnet werden. Jetzt nochmal kurz zusammenzufassen. Was ist so der Mehrwert von Remote Download? Der allererste Mehrwert ist natürlich, dass das vollautomatisiert stattfindet. Der Kunde muss nicht mehr zu den Fahrzeugen persönlich rangehen. Das ist dementsprechend zeitintensiv und kann man die Zeit effizienter nutzen, als jemanden immer zum Tachografen zu senden und dementsprechend den Massenspeicher-Download durchzuführen mit einem Download-Key. Dementsprechend hat man Zeit gespart. Die Daten werden in der Cloud gespeichert, sind dementsprechend sicher und sie erfüllen die europäischen Pflichten, die auch unter anderem hier mit der Rechtsverordnung aufgesetzt sind, wo sie sozusagen die Archivierungspflicht nachgehen. Und der Mehrwert ist, dass wir kompatibel mit verschiedenen Tachografenherstellern sind, mit VDO, Stoneridge, Aktia und EFAS, Intellig, die unter anderem jetzt mittlerweile standardmäßig bei Volkswagen verbaut werden. Da hatte ich in der Vergangenheit mehrere Anfragen bekommen, ob wir unter anderem diesen Tachografentyp auch supporten. Und ich kann mit Freude sagen, ja, das tun wir. Und natürlich der Smart Tachograph, da hat auch viel Furore dieses Thema am Anfang des Jahres gesorgt. Den unterstützen wir dementsprechend auch. Und das war alles zum Thema Remote Download. Und jetzt gehe ich gerne rüber zum Activity Management, sprich die Echtzeitkontrolle hier in diesem Modul. Wie ich schon ganz leicht gesagt hatte, ist es wichtig, den Disponenten die Möglichkeit zu geben, eine Übersicht zu haben, was dementsprechend wichtig ist, um die Touren besser zu planen und eine Übersicht zu haben, wie lange darf der Fahrer überhaupt noch fahren oder muss ich den Fahrer eventuell kontaktieren, dass er dementsprechend nicht Gefahr rennt, in einen Verstoß zu laufen, weil er zu lange fährt oder keine Pause eingehalten hat und sozusagen die zeitlichen Regularien des Tachografen beinhaltet. Ich werde jetzt nicht auf die Regularien an sich angehen. Wenn offene Fragen da diesbezüglich sind, unterstützen wir als GeoTip gerne, weil diese Regeln dementsprechend verschiedene Facetten haben und die würden ein bisschen mehr Zeit auf sich nehmen. Was Sie hier sehen, ist ein Filtermenü bei Nummer 1. Da haben Sie, wie bei den anderen Funktionalitäten, die Möglichkeit, Sachen herauszufiltern bezüglich des Fahrers. Bei dem Button Nummer 2, Sie sehen hier so einen wunderschönen Feger, da haben Sie die Möglichkeit, sozusagen den Filter zu löschen. Unter Thema Nummer 3, Timesteps, hier sehen Sie dann dementsprechend die Fahrzeit, die Arbeitszeit, die Bereitschaftszeit, die Pause. Hier haben Sie dann dementsprechend die Möglichkeit, täglich für den Fahrer sozusagen so eine Übersicht zu haben. Wenn Sie auf den Button Workday klicken. Schema Nummer 4 ist dementsprechend die Übersicht der Restzeit, also der Zeit, die der Fahrer dementsprechend noch als Pause nutzen könnte. Und wenn Sie dementsprechend da draufklicken, wird dieses Fenster unter anderem aufpoppen, wo Sie dann die Möglichkeit haben, jeweils bei der Arbeitszeit als auch bei der Ruhezeit die Informationen besser lesen zu können. Am Anfang, muss ich eingestehen, ist das gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat und vor allen Dingen hier draufgeklickt hatte und diese zusätzliche Information erhält,
dann wird es sehr übersichtlich. Sie können hier zum Beispiel sehen, wann der Fahrer angefangen hatte zu fahren und wie viel Pause er sozusagen noch übrig hätte. Das ist sehr, sehr schön aufgesetzt. Und was auch noch hilfreich ist und informativ für den Disponenten, die Wochentage sind hier unter anderem auch mit aufgelistet, was natürlich ein Mehrwert ist, weil der dann natürlich längerfristig planen kann, der Disponent. Und wie ich auch gesagt hatte, die Daten beruhen auf Echtzeit und die sind tatsächlich auf Echtzeit. Das ist jetzt hier in den Screenshot leider nicht aufgesetzt, aber hier unten haben Sie eine Notification, wie frequent sozusagen die Daten hier abgedatet wurden. Und ich muss Ihnen sagen, die sind wirklich sehr, sehr frequent abgedatet. Thema Aktivitätsdiagramm. Also hier haben Sie die Möglichkeit, die tägliche Aktivität des Fahrers zu begutachten und dementsprechend können Sie das aufsetzen bezüglich des Zeitraums und können Sie dann Analysen durchführen. Wie ich schon gerade erwähnt hatte, die Icons sollten bei den meisten bekannt sein. Ich erkläre die gerne nochmal. Das ist die Fahrzeit, die Arbeitszeit, die Bereitschaftszeit, die Ruhezeit. Fragezeichen ist dafür da, wenn Sachen nicht ganz klar sind, wie zum Beispiel Fahrer ist krank gewesen und da sind gewisse Lücken in dem Tachografenfile, die man sozusagen ausfüllen müsste. Hier in dem Fall sieht das sehr positiv aus, da macht alles Sinn. Und ist dementsprechend alles vorhanden und ersichtlich. Hier auch gerade hin, Sie sehen, das Design ist relativ immer gleich, wenn man Filter wieder rauslöschen möchte. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, das dementsprechend ausdrucken zu lassen, was auch ein gewisser Mehrwert ist, da Sie das dementsprechend dokumentieren können, unterschreiben lassen können. Und hier haben Sie auch nochmal die Möglichkeit, es als Excel-File herunterzuladen. Thema Arbeitsbericht. Hier haben Sie sozusagen eine andere Übersicht des Arbeitsberichtes, was ich am Anfang des Termins gesagt hatte, als Sie die Konfiguration durchführen sollten, wo Sie dementsprechend das Land hinterlegen mussten. Da wird es jetzt gerade interessant, weil dieser Arbeitsbericht bezieht sich dann dementsprechend auf die Regularien des jeweiligen Landes. Deswegen war es wichtig, natürlich das wichtige Land einzutragen in der Vorkonfiguration, weil ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der Fahrer hat sich an gewisse Regularien nicht eingehalten, hat die Arbeitszeiten überschritten, ist zu lange gefahren oder hat die Pause ab und zu mal gerne verkürzt. Haben Sie die Möglichkeit, es auszudrucken und dementsprechend öffnet sich ein weiterer Button, wo Sie die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte dieses Dokument unterschreiben lassen von dem Fahrer und von dem jeweiligen Manager, sehr wahrscheinlich den Fahrzeugflottenmanager. Und dementsprechend weisen Sie darauf hin, dass der Fahrer dementsprechend diese Fehler nicht mehr begehen soll. Ansonsten könnten Bußgelder fließen und wir zeigen Ihnen im Nachgang noch ein paar Use Cases, paar Beispiele, wie hoch teilweise solche Bußgelder sein könnten. Und der Vorteil ist da dementsprechend, dass Sie dann als Unternehmer zumindest Ihre Pflicht getan haben, den Fahrer dementsprechend darüber informiert haben und dementsprechend hat das einen sehr, sehr positiven Einfluss bezüglich der Kontrolle und dementsprechend würde dann sehr wahrscheinlich der Fahrer dann nur zur Rechenschaft gezogen werden und nicht das Unternehmen. Das zu dieser Übersicht. Hier haben Sie auch nochmal die andere Übersicht, wo Sie dementsprechend nochmal die Aktivitäten filtern könnten. Und bei Nummer 2 haben Sie sozusagen eine Zusammenfassung der Details. Und da können Sie zwischen dem Zusammenfassungsbericht und dem Detailsbericht der Fahrer sozusagen switchen. Und bei Nummer 3 ist dann dementsprechend die Region, wo das dementsprechend auch nochmal auswählbar ist und, sag ich mal, modifizierbar ist. Da können Sie dementsprechend dann nochmal die Region ändern, falls das Unternehmen sich dementsprechend, sage ich mal, umentschieden hat und zum Beispiel nicht mehr in Deutschland agieren möchte, sondern jetzt zum Beispiel in der Ukraine. Dann dementsprechend könnte man das hier nochmal modifizieren und anpassen. Hier haben Sie jetzt nochmal eine Übersicht des Fahrzeuges im Detail. Hier haben wir Ihnen nochmal kurz erwähnt, was für Möglichkeiten sozusagen sind. Ich glaube, die wichtigste ist hier unter anderem Nummer 10, die tägliche Entfernung basiert auf Daten des UTCs. Nummer 9, die gefahrenen Kilometer bezieht sich auf die CAN-Bus-Daten, sprich, das sind keine GPS-Koordinaten, die dann auch mal gerne fehlerhaft sind und ab einer gewissen Anzahl von gefahrenen Kilometern, die bei LKW sehr schnell eintreten können, dazu führen könnten, dass da entsprechend grobe Differenzen sind. Die Nummer 8 haben Sie die Nachtarbeitszeit, deswegen haben Sie hier unter anderem diesen Mond.
Hier haben Sie die Summe der Ruhezeiten und der unbekannten Zeiten, wo ich den entsprechend gerade gesagt hatte, wenn gewisse Lücken auftreten, die nicht ganz plausibel sind. Hier bezieht sich das dementsprechend bei der Nummer 6 auf die Lenk- und Arbeitszeit bezüglich der internationalen Gebiete. Internationale Gebiete, sprich, wenn das Fahrzeug im Ausland unterwegs ist, hier in nationalen Gebieten. Hier haben Sie die Fahrzeit und die Arbeitszeit sozusagen summiert und hier haben Sie die einzelnen Bestandteile nochmal aufgezählt. Ruhegewicht. Dementsprechend, so wie wir einen Arbeitsbericht haben, haben wir auch einen Ruhebericht sozusagen hier implementiert in der Lösung. Der Vorteil des Ruheberichts ist, dass er anzeigt, wie viele Pausen täglich und wöchentlich gemacht wurden. Und Sie können dann dementsprechend auch unter Nummer 1 den Zeitraum sozusagen auswählen und dann Analyse durchführen, wenn Sie sehen, dass da öfters der Fall war, dass der Fahrer zum Beispiel seine Ruhezeiten nicht eingehalten hatte und Sie ihn darauf aufmerksam machen wollen würden. Zusammenfassend, der Mehrwert ist natürlich die Echtzeit der Daten. Der Disponent hat die Möglichkeit, die Lenkarbeitszeit und Ruhezeit besser zu koordinieren und das nicht nur aktuell, sondern auch zukunftsbedingt, sprich in den nächsten 14 Tagen, die sozusagen auch einen gewissen Spielraum auf Basis der Tachografenregulierung zulassen. Sie haben einen Überblick über den Gesamtstatus, natürlich über die Echtzeitdaten. Und die gesetzlichen Bestimmungen werden dementsprechend natürlich leichter eingehalten. Warum? Weil dementsprechend Sie eine Übersicht haben und dann auch, wenn Sie sehen, dass es zu Kollisionen kommen könnte und sozusagen zu Verstöße führen kann, können Sie da proaktiv nochmal agieren und den Fahrer nochmal darauf hinweisen, vielleicht sich schon einen Rastplatz zu suchen, damit er ja nicht die Fahrzeit überschreitet. Gehe ich nun auf das letzte Modul ein. Das ist das Verstoßmodul. Das Verstoßmodul, das ist natürlich ein sehr großer Mehrwert. Wieso? Weil Sie da dementsprechend analysieren können, was für Verstöße generiert wurden und kriegen Sie ein Feeling, wo eventuelle Probleme bei den Fahrern sind, warum sie eventuell gewisse Verstöße durchführen und können Sie den Fahrer dementsprechend darauf hinweisen, wie ich vorher schon erwähnt hatte, dass Sie nicht in die Problematik geraten, wenn Sie in der Kontrolle kommen, dass Sie da nicht regelkonform, gesetzeskonform agiert haben. Markus, Hier haben bevor wir Sie. jetzt tiefer Ja. in das Thema reingehen, ganz kurz eine Frage zwischendurch wurde gestellt. Und Ja. zwar, ob die Arbeitszeitgesetze der einzelnen EU-Länder berücksichtigt werden. Ja. Gehe ich nochmal gerne darauf ein, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf die Übersicht. Arbeitsbericht. Leider ist das hier nicht in den Screenshot aufgezeigt. Wenn Sie aber diese Seite öffnen, die Funktionalitäten. Warum es unter anderem wichtig ist, dass Sie hier das Land ausgewählt haben, ist, unten steht ein Zweizeiler dick gedruckt, dass sich die Summe der Zeiten hier dementsprechend auf die Regularien des jeweiligen Landes fokussieren. Also, da, wie ich gerade gesagt hatte, wir agieren ja europaweit. Und der Vorteil ist, wenn wir in dem Bericht sagen, dass wir uns auf das deutsche Recht fokussieren, dass dementsprechend die Arbeitszeiten, die Sie hier sehen und hinterlegt wurden, dementsprechend auf Basis deutschen Gesetzes belaufen. Also wir haben das versucht, relativ allgemein zu halten in der Hinsicht, da wir einfach nur die Zeiten der Arbeit des Fahrens sozusagen zusammenrechnen und dann dementsprechend unten halt diesen Zweizeiler setzen, dass wir uns auf das deutsche Arbeitsrecht beziehen, auf das Arbeitsrecht in Großbritannien oder in Spanien, dass wir dementsprechend dann da sozusagen voragieren. Die Problematik ist dann natürlich, wenn der Fahrer zum Beispiel die Arbeitszeit nicht eingehalten hatte und da gewisse Verstöße kreiert sind, dann haben wir sozusagen als Unternehmer darauf aufmerksam gemacht. Wir haben den Zweizeiler, dass wir uns auf das deutsche Arbeitsrecht beziehen. Deswegen ist hier auch Punkt Nummer 3, das ist wichtig, dass wir das jeweilige Arbeitsland auswählen, wo sozusagen die Arbeit durchgeführt wurde, können es ausdrucken und von dem Fahrer und von dem Unternehmer unterschreiben lassen. Super, vielen Dank, Markus. Zweite Frage, die noch gestellt wurde, ist eine Übersetzung geplant? Ja, die kann ich beantworten. Das wird natürlich in allen Sprachen, die grundsätzlich auch bei MyGeoTab verfügbar sind, entsprechend übersetzt werden. Ich muss dazu nur sagen, die deutsche Sprache ist auch schon unter anderem vorhanden. Und gerne können wir auch im Nachhinein eine Übersicht geben, welche Sprachen schon momentan auf dem Markt sind und die sozusagen übersetzt sind. Ich glaube, das wäre hilfreich im Nachhinein. Auf jeden Fall. Darüber hinaus ist jetzt gerade noch eine Frage reingekommen, ob man Schwellwerte manuell anpassen kann, je nach Gesetzgebung des jeweiligen Landes. Ist das möglich? Nein, das ist leider nicht möglich. Also wir haben, wie ich gesagt hatte, nur die Möglichkeit, die Arbeitszeiten, die Fahrzeiten
und die ganzen anderen Kategorien summiert aufzuzählen und dementsprechend mit den Zweizeiler darauf hinzuweisen, dass wir uns auf das jeweilige Arbeitsgesetz des jeweiligen Landes fokussieren. Da gibt es keine Okay. Schwellenwerte, die wir anpassen können. Wunderbar. Vielen Dank, Markus. Dann, the stage is again yours. Vielen Dank, André. Dankeschön für die konstruktiven Fragen. Gehe ich nochmal rüber zum Verstoßmodul. Wie ich gesagt hatte, unser Verstoßmodul soll dementsprechend den Unternehmer unterstützen, wenn Verstöße auftreten, darauf aufmerksam gemacht zu werden. Sie haben die Möglichkeit, wie Sie hier unter anderem sehen, in dem Menüfilter zwischen Fahrer und Fahrzeug hier auszuwählen. Hier haben Sie jetzt die beiden Ansichten einmal aufgezeigt. Hier haben Sie wieder die Möglichkeit, die Zeitperiode auszuwählen. Und hier unter 1 haben Sie sozusagen den Filter, wo Sie darauf hingewiesen werden, wo welche Problematik aufgestoßen ist. Und Problematik beziehe ich mich auf Verstoße. Und da haben Sie unter anderem auch diese roten Ausrufzeichen. Und diese Nummer 1, diese Menüfilter, zeigt sozusagen die Daten an. Sprich, hier am 6., das wäre jetzt hier Januar bis im Januar Zeitraum wäre es gewesen. Also hier am 8. Januar ist dementsprechend ein Verstoß begangen worden. Unter 3 haben Sie die Möglichkeit, die Verstoßtypen auszufiltern. Da können Sie dementsprechend herausfinden, ob das mehr Konflikte bezüglich der Karten waren, wurde die Fahrerkarte oder sowas nicht eingesteckt oder ist da irgendwie eine Hardware-Sabotage unter anderem drin, das digitale Tachograph, sage ich mal, nicht rechtswidrig arbeitet, Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Unterbrechung der Stromversorgung, das sind so die Punkte, die Sie hier rausfiltern könnten, um eine Analyse über die Arten der Verstoße zu machen. Und Sie haben dann die Möglichkeit natürlich zwischen einer Zusammenfassung, also über eine ganze Übersicht oder über eine detaillierte Übersicht sozusagen die Daten zu analysieren. Und über die Nummer 5 haben Sie die Möglichkeit, die Zwischentabellen sozusagen zu aggregieren. Heißt dann, Sie haben dann die Möglichkeit, die gewissen Fahrzeuge oder Fahrer auszuwählen und können dann die entsprechende Analyse für die jeweiligen Fahrzeugtypen machen, die dementsprechend interessant sind. Weil es gibt natürlich auch gute Fahrer, das müssen wir auch mal highlighten, die sich auch an die Regularien halten und versuchen, da produktiv zu arbeiten. Thema Verstoße, wenn Sie jetzt in den detaillierten Bereich reingehen, haben Sie hier sozusagen für das jeweilige Fahrzeug, das dann hier ausgewählt ist, haben Sie dann hier die verschiedenen Kategorien aufgelistet und haben Sie eine kurze Information dazu. Vorab möchte ich sagen, wir haben momentan jetzt keine Paragraphen an sich hier drin aufgelistet. Ich weiß, dass es Archivierungslösungen auf dem Markt gibt, die unter anderem auch sagen, unter welchen Paragraphen dieser Verstoß eintritt. Ebenso gibt es auch unter anderem Lösungen, wie ich gehört hatte, die unter anderem auch Preise angeben. Das ist aber auch immer ein vages Thema, weil die Verstoßkataloge auch immer wieder angepasst werden und die Preise sich dann sozusagen relativ häufig ändern bezüglich der Verstoße. Aber nichtsdestotrotz jetzt ohne natürlich irgendwelche Kennzahlen darüber preiszugeben, wie teuer dieser Verstoß jetzt für den jeweiligen Fahrzeug gewesen wäre, haben Sie Ihre Unternehmenspflicht sozusagen erfüllt und dementsprechend den Fahrer darüber in Kenntnis gesetzt, dies bitte untersehen zu lassen. Markus, nochmal ganz kurz eine Frage zwischendurch. Und zwar, ich denke, das bezog sich auf eine der vorherigen Folien. Wofür stehen die Farbfelder, war die Frage. Bisschen spät hier angekommen. Ja, Ist dir noch was? ist das hier gemeint oder in den vorigen? Weil wir hatten natürlich ein paar Farbfelder, wo ich zum Beispiel grün, rot oder sowas Ja, hatte. hier diese Folie ist gemeint. Richtig. Okay. Das rote ist dann, ich meine, ich hatte das sogar auch erwähnt, das ist dafür da, dass dieses rote Feld dann eine Fahrlücke da ist. Sie können sich ja auch noch an das Fragezeichen, an das ich erwähnt hatte, da sind dann sozusagen fragwürdige Zeiten, die sozusagen nicht ausgefüllt sind und dementsprechend müssten Sie rein theoretisch im Nachgang bewerkstelligen oder sozusagen ein Dokument aufsetzen, wo Sie dann sagen, hey, der Fahrer war zum Beispiel im Urlaub oder er ist krank gewesen, dementsprechend ist da diese Lücke entstanden. Aber was Positives, Sie müssen das jetzt nicht manuell runterschreiben, weil Sie können dann dementsprechend auch unser Tool nutzen und darauf gehe ich auch nochmal gerne ein am Ende. Okay, ich denke, das bezog sich jetzt auch ein Stück weit auf die verschiedenen Grüntöne, Gelbtöne etc., dass man das ein Ja, bisschen auflösen. darauf kann ich auch nochmal gerne eingehen. Also gelb sind
ist generell gemeint, dass das Fahrzeug sozusagen gefahren ist. Grün müsste ich ehrlich gesagt nochmal nachprüfen, da bin ich mir nicht sicher. Und diese roten Punkte waren halt das, für Stoße entstanden sind. Aber ich kann da gerne mich nochmal im Nachhinein informieren, wofür der grüne Ton steht. Ich gehe davon aus, dass das Fahrzeug dementsprechend mehr gefahren ist, aber ich bin mir da jetzt nicht sicher. Muss ich nochmal nachprüfen. Wird dann im Nachgang nochmal geklärt. Danke, Genau. Markus. Und weiter. Bitteschön. Dankeschön. Dann gehe ich nochmal zurück. Hier war die detaillierte Übersicht. Jetzt sind wir hier bei diesem Diagramm. Hier haben Sie unter anderem auch nochmal eine andere Übersicht für Fahrer. Die ist natürlich ein bisschen detaillierter. Und wenn die Möglichkeit besteht, gehen wir schon Paragraphen an, aber wir sollten dementsprechend uns bewusst sein, dass es sich meistens auf die europäischen Paragraphen hier bezieht, auf die 561/2006, die natürlich, sage ich mal, bezüglich des Arbeitszeitgesetzes sich von Land zu Land unterscheiden, weswegen wir gerade in dem anderen Modul diesen Arbeitszeitbericht hatten, wo ich dann mal darauf hingewiesen habe, dass wir uns auf das jeweilige Land beziehen, weil da natürlich von Land zu Land die Arbeitszeitparagraphen sich auch unterscheiden im Arbeitszeitschutzgesetz des jeweiligen Landes. Hier unter 1 haben Sie eine detaillierte Übersicht, die bietet sozusagen zwei Optionen an, eine Ansicht eines Diagramms und die Ansicht von mehreren Diagrammen. Sprich, Sie haben dann ja hier einmal die Möglichkeit, eine grobe Übersicht zu bekommen. Was hier stattgefunden ist, hier sehen Sie zum Beispiel, dass das Fahrzeug 50 Stunden und 37 Minuten gefahren ist. Hier haben Sie das nochmal aufgesplittet, sagen, wann das Fahrzeug gefahren ist, wann hat er welche Ruhepausen eingelegt. Unter 2 haben Sie auch das nochmal verstoßtechnisch aufgezählt und aufgesetzt, wie in den vorherigen Slide. Hier haben Sie nochmal eine andere Ansicht. Hier haben Sie dementsprechend die Möglichkeit, die Multiple-Chart-Ansicht zu nutzen, um die Verstöße für einen bestimmten Datumszeitraum zu analysieren. Ich persönlich finde das hier angenehmer mitzuarbeiten, weil hier in dem Slide ist das natürlich, sage ich mal, sehr messy und sehr viel aufeinander. Dementsprechend haben wir hier diese Multiple-Chart unter anderem auch zur Verfügung gestellt, da man die Analyse hier besser fahren kann, wenn man auf visuelle Analysen steht. Wir haben unter anderem auch einen Ortsbericht. Wie Sie ja wissen, ist unter anderem jetzt das Mobility Package auch unter anderem am Rumkursieren und in Zukunft soll ja auch die Möglichkeit bestehen für Unternehmer eine Analyse durchzuführen, wie lange ein gewisses Fahrzeug sich im Ausland sozusagen bewegt hatte, weil das Fahrzeug dementsprechend zum Heimatland zurückkehren soll. Und da ist natürlich dieser Ortsbericht sehr, sehr hilfreich, weil Sie dann natürlich auch Analyse machen können, wo das Fahrzeug wie lange sich sozusagen bewegt hatte. Und können Sie dementsprechend auch Verstoße in Zukunft sozusagen umgehen, da ich, so wie ich das unter anderem auch weiß und mitbekommen hatte, war, dass dann dementsprechend Verstoße ausgesprochen werden, wenn das Fahrzeug nicht zum Heimatland zurückkehrt. Hier haben Sie dann nochmal eine Dokumentsübersicht und hier haben wir nochmal eine kurze Erkennung. Okay, also das soll dann hier wahrscheinlich blau sein. Okay, dann das müsste man natürlich ein bisschen aufbessern. Also diese blauen, grünen Felder sind sozusagen Informationen, gelb sind Warnungen. Und rot sind dementsprechend die gekennzeichneten, wo Fehlermeldungen sind. Dann haben wir, glaube ich, hier schon die Antwort nachlegen können. Ich hoffe, Nein, das ist leider nicht, aus. Markus. Da muss ich leider dazwischen quetschen. Das bezieht sich auf die Symbole, die du davor in den Spalten siehst. Blau, Gelb und Rot. Das hat, glaube ich, weniger mit den Farbfeldern zu tun. Aber das klären wir noch, Okay. wie gesagt. Okay, super. Dankeschön, André, dafür. Und dann Nummer 2 haben Sie die effektive Arbeitszeit, wie ich schon gerade erwähnt hatte. Und wie ich schon angedeutet hatte, dunkler bedeutet, dass die Arbeitsstunden dementsprechend länger waren. Da haben wir hier dementsprechend auch nochmal unsere Antwort. Unter 3 haben wir wieder den Typfilter, wo wir auch wieder gewisse Informationen rausfiltern können, die uns interessieren, ob da ein Kartenkonflikt da war, Karte eingesteckt war und, und. Und unter Nummer 4 haben wir nochmal die Möglichkeit, eine detaillierte Übersicht durchzuführen. Und hier kommen wir über den Verstoßnachweis, wie ich gesagt hatte, dass Sie die Möglichkeit haben, dies auszudrücken. Da haben Sie dann, wenn Sie Lücken haben, so wie hier, müssen Sie die roten Felder dementsprechend markieren, so wie wir es hier unter Nummer 2 haben.
Und diesen Eintrag wollen wir gerne nachbessern, indem wir dann den Fahrernamen einpflegen können, den Grund, warum sozusagen diese Lücke im Tachografenfall vorhanden ist, können das dementsprechend speichern und es auch dementsprechend ausdrucken und dann ausdruckbar dem Fahrer vorlegen, unterschreiben lassen und haben wir als Unternehmer unsere Pflicht getan und haben wir sozusagen einen Nachantrag im digitalen Tachografenfall durchgeführt. Hier haben Sie dann nochmal die Möglichkeit über eine Aktivitätsanalyse, wo Sie sozusagen schauen können. Ich glaube, André, hier beziehen wir uns auf diese Farben, richtig? Ja, unter anderem nein, das war auch in dem anderen schon zu sehen. Ich habe inzwischen auch eine entsprechende Antwort aus dem Hintergrund bekommen. Farben der Symbole werden als Symbole dargestellt, die den Schweregrad des Vorfalls anzeigen. Bei Blau ist es entsprechende Info ist ein blaues Symbol gewesen, Warnung gelb, Fehler rot. Und wegen der grünen Kästchen ist ganz einfach, jede Zelle zeigt die effektive Arbeitszeit für diesen Tag an. Diese Zellenfarbe gibt an, wie viele Stunden der Fahrer an diesem Tag gearbeitet hat. Je dunkler die Farbe, desto mehr Arbeitsstunden. Das hatten wir ja schon. Okay, super, perfekt. Dann haben wir das entsprechend hier lösen können. Im Feld Nummer 1 haben wir ein Aktivitätsdiagramm. Das zeigt sozusagen die Aktivitäten in Diagrammform nochmal an, wie schon öfters unter anderem gesehen. Sie sehen dann die Zeitachse, eine Diagrammzeile, die anzeigt, welche Aktivitätsänderungen stattgefunden haben. Wie Sie jetzt hier sehen können, ob das Fahrzeug gefahren ist oder eine Ruhepause eingelegt hatte. Und dann Nummer 2 haben Sie sozusagen eine Tabelle, die das detailliert nochmal aufzeigt, wo Sie dann die Aktivitätsstatusse haben, ob die Karte dementsprechend drin war oder nicht. Und unter 3 haben Sie natürlich eine Quellenauswahl, wo Sie den Datumszeitraum auswählen. Und unter 4 Registerkarten haben Sie dementsprechend die Möglichkeit, Aktivitäten über Aktivitätsänderungen sozusagen zu prüfen. Sprich, ob da kontinuierlich gefahren ist, ob da kumulative Pausenzeiten und so weiter entstanden sind. So, hier ist eine andere Übersicht, nochmal Detailanalyse, die ist natürlich nochmal viel, viel angenehmer, um dementsprechend die digitalen Tachografen-Files zu analysieren. Da haben Sie also auch die Möglichkeit, wenn Sie sagen, sind die Tachografen-Files eventuell nicht ganz korrekt, sind da Fehler entstanden beim Download, haben Sie die Möglichkeit, auch hier mit dieser Funktionalität den File-Analyser sozusagen die Files zu prüfen. So, kurz und knapp nochmal der Mehrwert. Natürlich, man kann als Manager ausdruckbare Berichte aufsetzen und dann dem Fahrer vorhalten, dass man dann seine Unternehmerpflicht sozusagen erfüllt hatte. Man hat die Verstöße aufgelistet und sind sozusagen zugänglich und transparent für den Flottenmanager und die sind natürlich auf dem europäischen Gesetz, auf die Grundverordnung aufgesetzt und basieren darauf. Und das war es quasi im Endeffekt. Und André, du hast ja zwischendurch schon ein paar Fragen reingeschmissen. Ansonsten wären wir jetzt noch offen mit ein Ja, paar Antworten vom es sind Thema. noch einige Fragen gestellt. Es sind noch Ja. einige Fragen gestellt worden, Markus. Vielen Dank erstmal Ja. für die Vorstellung. Herzlichen Dank. Klasse. André, bevor wir darauf zukommen, ich wollte eventuell das nochmal vorstellen, dass wir eventuell ein paar Fragen schon eliminieren, weil hier noch ein paar Antworten zu gewissen Themen eventuell sind. Vielleicht hilft das. Okay, gehe erstmal weiter vor. Danke. Und danach würden wir auf die Frage eingehen. Hier Antwort zur Frage, der digitale Tachograf ist gesetzlich vorgeschrieben, aber welche drei Ziele verfolgt der digitale Tachograf? Die Erhöhung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Mindeststandards, der Arbeitsbedingungen, dass dementsprechend Berufskraftfahrer eventuell nicht dazu neigen, zu viel zu fahren und dann eventuell zu Unfällen führen könnte, die natürlich tödlich enden könnten. Und natürlich, dass ein fairer Wettbewerb innerhalb der EU-Transportunternehmen stattfindet. Frage Nummer 2, Bußgeldrisiko. Hier haben Sie nochmal eine kurze Anekdote dazu, was für eine Höhe sozusagen die Bußgeldstrafen haben können. Sie sehen jetzt hier zum Beispiel unten die Versäumnis von Aufzeichnungen entsprechender Kontrollgeräte zur Verfügung zu stellen, kann eine Geldstrafe von 5.000 Euro unter anderem bedeuten. Und wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, wir haben jetzt eine Flotte von 50 Fahrzeugen, das kann ja ganz schnell in Summen, sage ich mal, gehen, wo Unternehmer natürlich Angst haben und dementsprechend dagegen agieren sollten. Und das ist natürlich einer der Hauptbenefits, warum man so eine Lösung in sein Unternehmen integrieren sollte.
Echtzeitüberblick, da haben Sie dementsprechend, wie ich schon gesagt hatte, die Information auf der Nase, wie viel kann der Fahrer noch fahren, wann muss er seine Ruhepausen begehen. Hier haben Sie zum Beispiel die Information, dass Bußgelder für Fahrer bei 30 Euro beginnen. Diese können bis zu 500 Euro ansteigen. Das heißt, wenn man dann dementsprechend der Fahrer gerne häufig auffällt, summiert sich das dementsprechend auch und kann das zu einer hohen Summe. Natürlich kommen die natürlich auch den Fahrer privat in Problematiken reinschmeißen können und das Unternehmen natürlich auch, wenn das Unternehmen seine Unternehmenspflicht nicht begangen hatte. Hier haben wir unter anderem einen Use Case noch, der darauf aufmerksam macht. Den können wir gerne im Nachhinein der Präsentation auch nochmal scheren. Wie hoch dann dementsprechend gewisse Kautionen oder Bußgelder aussehen können. Sie sehen jetzt hier zum Beispiel die Zahl, die 11.700, die sich natürlich sehr stark in den Augen wirft, weil der Fahrer über 23 Verstoße hatte. Wenn Sie so schauen, 23 Verstoße, wenn der Fahrer jeden Tag pro Monat fährt, der Monat hat 31 Tage, davon sage ich mal 5 Arbeitstage, da reicht das schon, wenn man pro Tag einen Verstoß hat, da kommt man relativ schnell auf so eine Summe. Das verdeutlicht nochmal die Wichtigkeit der Lösung an sich. Und jetzt können wir gerne sozusagen, André, wenn du magst, auf die Fragen eingehen. Hier sind nochmal ein paar FAQs bezüglich der Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen, die dann im Nachhinein auch nochmal geshared werden. Und dann würde ich sozusagen, André, gerne an dich übergeben und die Fragen-Antworten durchführen. Jawohl, hier machen wir auch nochmal kurz die Kamera dazu. Ja, vielen Dank, Markus. Sehr spannendes Produkt. Ich freue mich auch schon darauf, die ersten Gespräche bezüglich unseres Tachografen zu führen. Und vielen Dank dafür. Es kamen tatsächlich noch Fragen rein. Und Gerne. zwar die erste wäre mit dem Unternehmerkartenhosting, ob die Lyle HyperX genutzt werden für mehrere Karten oder ob es auch die normalen USB-Racks von Lyle sein könnten. Weißt du das? Meines Wissens sollten die untereinander auch funktionieren. Also da sollte kein Unterschied sein zwischen den 20er-Racks und den 120er-Racks. Okay, klären wir nochmal im Detail. Genau. Und eine Aber weitere Frage. Ja, bitte. die 120er funktionieren definitiv und wie ich rausbekommen hatte von unseren Entwicklern, sollte da kein Unterschied zwischen den Skripten sein, zwischen den 20er und den 120er. Das sind einfach nur Unterschiede an Zähle der jeweiligen Kartenslots. Okay, vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage und zwar zum Verstoßbericht. Werden in Deutschland Ruhezeiten, die weniger als 15 Minuten betragen, werden die als Arbeitszeit gerechnet? Oder gibt es eine Möglichkeit, dies zu hinterlegen oder ist es schon implementiert? Ja, da müsste ich nochmal Christian mit involvieren, da bin ich mir nämlich unsicher. Könntest du Okay. die Frage an Christian stellen? Wir müssen ganz kurz übersetzen. Der Kollege spricht leider kein Deutsch, aber das sollte kein Problem sein. Christian, can you shortly jump in, please? Yeah, Oh, sure. we have a question here. Regarding the reporting of the infringements, is there in Germany the resting times, if they are below 50 minutes, will that be counted to the working time, or is it possible to manually adjust this, or is it already implemented? Well, we implement what the law says. So I think if you make a short break of 30 minutes and another of 15 minutes, it's count as a short break. So you can make like two short breaks to make one big break. But we implement what the law says. So no, you can't change it in the application. It's we did what the law says. No, you can't change it. So, okay. Also es ist bereits implementiert, es ist nicht möglich, das irgendwie anzupassen. Es ist entsprechend schon fertig implementiert und richtet sich immer nach dem entsprechenden lokalen Recht. Wie das mit der Arbeitszeitanrechnung ausschaut, sollten wir dann gegebenenfalls auch nochmal klären. Dann haben wir noch eine Frage zum Verstoßbericht. Kann eine Abfahrtskontrolle, Tag beginnt mit Arbeitszeit, nicht mit Lenken nachvollzogen werden? Nochmal bitte die Frage, eine Abfahrtskontrolle mit Lenkzeit? Nochmal bitte. Ob eine Abfahrtskontrolle
nachvollzogen werden kann. Sprich, ja, grundsätzlich richtig, der Tag beginnt mit der Arbeitszeit eines Fahrers logischerweise und nicht mit dem Lenken. Ob das nachvollzogen werden kann, dass eine Abfahrtskontrolle erfolgen kann. Gut, also auf Basis der Tachografenfalls natürlich nicht, aber wie man natürlich das regeln könnte, unternehmenstechnisch, der Fahrer kommt zum Fahrzeug, das Fahrzeug ist kalt, LKW ist beladen, der Trailer muss dementsprechend noch Druck aufbauen, um den Trailer hochzukriegen und in der Zwischenzeit lässt er natürlich den LKW ein bisschen laufen. Also er wird dann die Fahrerkarte reinstecken, das wäre so den Use Case, den, oder den ich zumindest immer kenne. Fahrer geht rein, steckt die Fahrerkarte rein, macht die Zündung an. LKW baut in der Zwischenzeit genug Druck auf und in der Zwischenzeit sollte der Fahrer eigentlich die Abfahrtskontrolle durchführen und die kann man unter anderem auch unter der Funktionalität DVIA machen, die wir in MyGTAP auch zur Verfügung stellen, die losgelöst von den Tachografen-Add-ins ist. Und der Vorteil ist natürlich, dass das jetzt nicht nur auf LKWs zutrifft, sondern auch generell andere Fahrzeuge, die Business generieren, sollten eine Abfahrtskontrolle machen. Und davon spreche ich auch unter anderem Firmen wie eine DHL, UPS, die mit kein LKW fahren, sondern unter anderem mit den Vans. Okay. Dann ist die Frage nach Schweizer Recht aufgekommen, ob wir das Schweizer Recht. abdecken. Also was sehr sexy an unserer Solution ist, wenn wir sagen, dass wir nach den Arbeitsgesetzen der Schweiz agieren. Wir haben ja dementsprechend die Arbeitszeiten, die Ruhezeiten und die ganzen anderen Faktoren miteinander summiert. Und da wir und dementsprechend den Zweizeiler unten ansetzen, beziehen wir uns natürlich darauf. Und was natürlich sexy an der Solution ist, wir müssen jetzt nicht jeden Paragraphen dementsprechend da erwähnen, aber wir beziehen uns da auf das jeweilige Landesgesetz. Dementsprechend müsste natürlich der Flottenmanager mehr oder weniger die Arbeitsgesetze des jeweiligen Landes natürlich kennen. Das ist vielleicht ein bisschen der Nachteil dahinter, aber solutiontechnisch und dokumentationstechnisch sind wir da auf der sicheren Seite gesetzlich. Okay. Dann eine weitere Frage. Die Driver-ID über D8, ob die auch per EFAS Intellic abrufbar ist? Meines Kenntnisstand, wir sind dementsprechend supporten sozusagen den Intellic-Tachografen und ich würde sagen, dass wir die Driver-ID dementsprechend auch supporten sollten. Anders würde der da die Funktionalität des Tachografen-Add-ins nicht ganz funktionieren, weil dann hätten wir auch nicht die Fahrer-Identifikationsnummer im Add-in drin. Aber gerne können wir das jetzt nochmal mit Christian handshaken, dass wir da Okay. hundertprozentig sicher sind. So Christian, again another question. The driver ID, if it's possible to get this via D8 per EFAS and Intellic, is this possible? Yeah, we get the driver ID and the driver name from the D8 because we get all the real-time tachograph data from the D8. We just use the CAN C, the red connector from the tachograph for download and for another kind of data. But the real-time data, like the driver name or the driver ID, we get it from the D8. Okay, also können wir das entsprechend bestätigen, dass die Driver-ID über den D8 kommt. Vielen Dank. Weitere Fragen haben wir jetzt nicht, sollten aber dennoch Fragen im Nachgang da sein oder Sie würden gerne die Präsentationsslides oder dergleichen haben oder einfach mit uns gerne in eine Diskussion gehen, was die Truck Solution angeht, noch ein bisschen tiefer reingehen. Sprechen Sie uns gerne an, jederzeit. Vielen Dank an Markus. Many thanks to Christian. Great to have you on the back for support. Ja, vielen Dank an alle Teilnehmer. Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam Gespräche über unsere neue Lösung zu führen und freuen uns natürlich auch, Sie in zukünftigen Webinars wieder begrüßen zu können. Vielen Dank.